Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Part Pokémon Snap. Ja, im Dschungel bei Nacht. Ich habe mal gerade offscreen gespielt und wir haben es geschafft. Level 2. Ich hoffe, dass wir jetzt den nächsten Lumina-Pokémon begegnen. Ja, und da bin ich mal gespannt. Abzweigung zum Sumpf. Der dichte Dschungel hat den Weg zum Sumpf, geführt. Ja, dann nehmen wir den doch mal einfach. Der Sumpf. Ja, da wird wahrscheinlich auch Morlock hingehen. Okay, Leute, dann werden wir diese Folge mal zum Sumpf gehen und den Sumpf fotografieren, also die Pokémon im Sumpf. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Oh, es passiert was. What's happening? Alright, on to the next site. Oh, zwei neue Gebiete. Nice, 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 nice. Let's show me that. Now then. Wir können jetzt zu weiteren Ohren aufbrechen. Ich habe zwei Teleportierpunkte auswendig gemacht. Huh? Oh, echt? Wo denn? Look. Kopia, rosa Strand und Volker, Sandwüste. Okay. Huh? Im Meer ist Captain Weiss oder Vince nie vorgedrungen, oder? Der Wahnsinn. Ich überlasse euch, welche Reihenfolge ihr diese Orte erkundet. Das ist schon mal gut, dass man einem die Wahl lässt, dass man es aussuchen kann. Und ja, hier sind noch ein paar Aufträge. Schön. Erkundung startet, dann ist es doch nicht der Sumpf, sondern hallo. Na, habt ihr Spaß bei der Erkundung? Actually, ich hatte vergessen, etwas alles Wichtiges mitzuteilen. Anhand meiner Beschreibung hat er jetzt ein Upgrade für die Forschungskamera entwickelt. What? Was denn für eins? Eine Melodiefunktion, mit der die Kamera Töne abspielen kann. Mhm. Das Erklingen der Melodie kann bei Pokémon andere Verhaltensweisen zum Vorschein bringen. Wow! Klingt abgefahren! Rita, kannst du es bitte weiter erklären? Ja? Die ist immer die Doofe, die darf immer erklären. Oh, Rita, erzähl mal. Okay. Excuse me. Wenn man R drückt, ertönt eine Melodie. Drückst du R, erneut stoppt die Melodie. Manche Pokémon sollen dadurch aufwachen. Andere fangen an zu tanzen. Ja gut, dann werden wir das Ganze mal ein bisschen hier die Puppen tanzen lassen, beziehungsweise die Pokémons. Und mal schauen, was so geht. Ja, Frage ist jetzt, welches Gebiet nehmen wir als erstes? Die Wüste oder den Strand? Oh, der Strand sieht nice aus. Ich gehe zum Strand. Did you know? Strand bei Tag. Nice! Ich bin gespannt. Oh, guck mal. Mega. Das passt nicht. Ach, wie heißt er? What a warm and relaxing place. I think you're in for some fun photo sessions here. Ach, wer heißt der? Krabox, genau. Muschel? Rubens. Und ein Pikachu. Hier, ich habe Apple for you. Apple Schorle, you know what? Wo sieht der aus? Mal gucken, ob Krabox ihn nervt. Jetzt wird. Ach, wir spielen nicht. Ey, Kokowai. Aufwachen. Abgecheckt. Oh, jetzt sind wir im Wasser. Oh, da hinten ist Gufa. Und Vivillon in einer anderen Form. Das Aquamuster. Das war so. Das wollte ich gar nicht suchen.
für das Pokémon. Untersuchen. Ach, oh mein! Wir tanzen ja eine Runde. Jetzt noch kloppen. Ach, Flunschling. Aber die normale Form gibt es auch schon in Gala-Form. Das war eine ganz coole Pose. Oh, Winter haben wir jetzt ein paar Fotos von gemacht. Tillery ist ein Wasser. Nice. Ich wollte mir die eigentlich. Ah, die ist schon arg nervig, so ein bisschen. Tillili, ich bin alt. Tillili. Nacken ist. Jetzt war kein Alola-Pokémon, das ist das normale. Die hätte man beide hier schön einbringen können. Oder ist das Ende der Schuhe? Ja, leider nicht so viele verschiedene Pokémon, muss ich sagen. Ja, die Möwenfelsen hier, das passt ja eigentlich ganz gut. Ist es schon vorbei, unsere Expedition. Ja, aber mit der Melodie schon mal ganz cool. Schon mal ein nice Future. Da kann man natürlich wesentlich mehr mit auslösen und dann auch bewirken, dass was passiert. Ja, Carbox. Da habe ich doch mal ganz coole Bilder gemacht. Das ist doch eigentlich hier was. Kokowai. Wo ich mit Äpfel abgeworfen habe, nimm mal das. Pikachu am Strand, auch ganz nett. Winkel ist ja lang, mit dem Bild, aber okay. Dann einfach das Bild, kein Unterschied. Die Villian weiß ich nicht, ob der nochmal separat gesehen wird, keine Ahnung. Das ist doch nice hier, wo das Essen ist. Dann machen wir Mai. Hier in seiner Pose. Bodybuilder Pose. Alright. Okay, schauen wir, was rauskommt. A new discovery. Ja, natürlich alle neu jetzt. So, Silberrang, schon mal nicht so verkehrt. A new discovery. Ach, Discovery. Oh. Nice work. Auch Silberrang. Nice work. Achso, das kann ich schon mal bewerten. Okay, dann sieht das alte mit dem grünen Raum sieht schöner aus. Da ärgert mich, dass das mit diesem Bild ist. Sonst mit dem Hintergrund nice ist ganz cool. Hat auch Silberrang gekriegt. Okay, kann ich nicht nehmen. A new discovery. Nice work. Nice work. Hm, okay. Grünen zählt immer noch wie Grünen. Also die Farbe, die Form ist egal. Mal auch ein neues Goldbild. Das Bild finde ich eigentlich ganz cool. Also, nice work. Ja, Bronze ran, okay. Oh, Cthulhu. Nice work. Naja, okay, ein paar Points haben wir gemacht. Dann schauen wir mal. Ah, es reicht natürlich nicht für Level 2. Ärgerlich. Gehen wir erstmal wieder zurück. Und, ja, ich würde einfach sagen, wir gucken einfach mal in die Wüste rein. Das Ganze auf Level 2 bringen und bei Nacht, das machen wir beim nächsten Mal am Strand. Weil das könnte ich mir auch geil vorstellen, aus Tohaidos oder so.
Ist auf jeden Fall einiges möglich. Oder so Lab hast du mir auch geil vorgestellt. Okay, gehen wir in die Wüste, gucken wir, ob wir auch Beldra oder so vielleicht zu Hause ist. Vielleicht sind wir einfach noch so schlecht, dass wir solche krassen Pokémon noch nicht sehen. Aber so Hippoteros, Hippopotas. Wer liegt noch hier? Wie heißt das? Garnuril. Rotomo, solche Pokémon stelle ich mir jetzt in die Wüste vor. Hier dieser Kaktus, Makababa oder wie er heißt. Genau, ja, der Skorpion. Sand, rein. Edesaat. Und da fliegt irgendwas. Tuska da oben. Den gibt's auch noch ein Stück. Ein schönes Bild, aber klar. Wie geil, es rollt so runter. Zu weit weg, eine Kristalle. Nice, aber war kein Score mehr. Auch in die Hose, ich muss auf Toilette. Ich habe noch ein anderes Video aufgenommen und irgendwie total vergessen, pullern zu gehen. Naja, okay. Ist halt so. Ist scheiße. Aber was soll man machen? Hol ich gleich nach. Wow, Wolverock. Das ist nice. Beide Hippoteros. Ich hab was zu essen wollen. Oh, das ist ganz wach. Und ein Flammy. Komm nicht weg. Edesaat am Schlafen. Oh, really? Tuskas. Ha, auch nice von der Gegend hier. Hier mit der kleinen idyllischen, wie heißt das nochmal? Oase, nicht Lagune? Doch, Oase heißt es, wenn es so eine Quelle gibt, irgendwie. Ich mache einfach mal ein paar Bilder mehr. Ich habe die zur Pokémon zwar schon fotografiert, aber kann ja nicht verkehrt sein. Das ist eine Höhle, kommt noch was raus. Okay, dient als Bau, ja, hab ich mir gedacht. Und wie will man die Sand vor? Also Sandmuster. Da ist gleich schon das Ende. Du hast doch Hunger. Hier, komm. Nimm das, nimm das, nimm das, friss es. Fettes, fettes. Keros. Oh, ist er lecker. Na komm. Ja, das wäre dann diese Route. Boah, also ich weiß nicht, ob ich den Strand oder die Wüste bevorzugen würde. Ich fand den Dschungel ja schon mega nice. Anfanggebiet, na okay. War so ein bisschen Standard-Creepy-mäßig, aber das ist wirklich schon eine fesche Gegend. Ja, dann schauen wir mal, wie du so meine Bilder bewertest, Dude. 4 Sterne. Das ist auch wirklich geil, wenn man sich das Ding jetzt abhebt. Da gehe ich doch nur an mit der Oase, das kann ich nicht mehr schön sein. Ist das zwar am Knacken, aber ist ja egal. Keine Ahnung. Da ist das in der Luft. Tuska wird das wieder runterholen. Wir nehmen einfach das, was mit Teros im Hintergrund ist. Wir
Bilder, dann nehme ich das. Eigentlich auch ganz cool. Kristallblume kann ich gar nicht nehmen, die wird trotzdem nur mit Rufzeichen angefangen. Teros da. Das ist dann, wenn er den anmault. Okay, Wolborg hat noch ein Bild gezählt. Okay, das ist eigentlich frei gemacht. Ich habe einen guten Motiv gehabt mit Linse. Naja, ist halt so. Ewig gespannt. 4-Sterne-Bild. Oh, na, 4-Sterne-Bronze. Naja, so ist es. Die Wesen habe ich alle noch nicht gesehen und die werden jetzt mal neu gescannt. Silber. Duska! Oh, gutes Bild. Ich habe also runterrollt, wobei das Gesicht sieht man. Aber ihr habt ja gerade gesehen, wie er runtergerollt ist. Vielleicht büchst er mehr. Rollt! Ausburger Pumpkiste Revival! Ja, okay, das wird wieder gewertet und ist natürlich schlechter. Okay, dann hat man noch einen Pink. Ja, das ist auch ein cooles Bild. Ja, nur ein Bronzerang, aber das ist ein cooles Bild geworden. Das ist auch mega nice. Der Hintergrund ist ein bisschen lahm, aber sonst hat auch Platinrang erreicht. Nice one. So, mal gucken, wie er punktetechnisch, was er mir gibt. Damit kann ich leben. Ja, an dieser Stelle würde ich auch schon sagen, das ist jetzt ein bisschen kürzerer Part. Aber wir haben die Wüste gesehen, wir haben den Strand gesehen, wir haben schon wieder einiges gesehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt ihm gerne einen Daumen hoch, wir beenden diesen Part oder dieses Video jetzt an dieser Stelle. Wenn nichts passiert, es passiert nichts Besonderes jetzt mehr. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Abo nicht vergessen, bis zum nächsten Mal und ciao.